beruht auf einer wahren Begebenheit. Woche die Schriftsätze vorgelegt. Bist du schon dazu gekommen, sie... Tut mir leid, sind Sie Mr. Keeney? Ja, Sie wünschen... Es tut mir sehr leid, dass ich Sie unterbrochen habe. Ich bin Luann Wilkins. Ich unterbreche Sie wirklich ungern, aber ich weiß, dass Sie Anwalt sind. In der Kirche rede ich eigentlich nicht über geschäftliche Dinge. Oh, das verstehe ich und ich wollte nicht stören, doch ich kenne keine Anwälte und in die Kirche gehe ich auch nicht sehr oft, aber ich wusste, dass Sie Anwalt sind und es geht um meine Tochter. Ich habe sie verloren. Sie war erst 19 Jahre alt. Sie hat in Kalifornien zur Untermiete gewohnt und sie ist vor 2 Monaten gestorben. Wie schrecklich. Es tut mir leid, das zu hören. Gehen wir ein Stück und unterhalten uns in Ruhe. Augenblick, ich bin sofort wieder da. Was Steve, genau ist passiert? Darf ich vorstellen, ja. Wynn Burkholder. Das ist... Tut mir leid. Freut mich, hallo. Nett, sie kennen das sie ist leider. Mein Sohn. Mein Vielen Sohn Dank. Christian. Hi. Hallo. Schatz, ich komme sofort. Es tut mir sehr leid, ich bin nicht der richtige Anwalt für Sie. Ich bin auf Wirtschaftsrecht spezialisiert. Ich vertrete keine Privatpersonen. Es tut mir leid, ich sollte Sie Nein, wirklich nicht damit belästigen. Was, es ist nur so, dass...
Ich hatte für Melissa eine Versicherung. Eine Lebensversicherung? Nein, das nicht, sondern eine Sterbegeldversicherung zur Abdeckung der Beerdigungskosten. Ich bin Lehrerin, ich habe nicht viel Geld. Ich verstehe. Nun habe ich die Beerdigung bezahlt, doch die Versicherung ist stur, will mir die Summe von mehr als 2000 Dollar nicht erstatten. Ich verstehe. Und wissen Sie, das ist Methode der Versicherer. Das dauert oft eine Ewigkeit. Kommen Sie in mein Büro, ich setze einen Brief auf. Wenn Sie Post vom Anwalt bekommen, werden Sie normalerweise aktiv. Okay? Entschuldigen Sie, ich muss zu meinem Sohn, bevor er an einer Überdosis Donuts natürlich stirbt. Wiedersehen. Ach, Mr. Keeney, ich danke Ihnen. War mir ein Vergnügen. Hallo? Das Gericht hat die einstweilige Verfügung aufgehoben. Oh, das wird uns ja eine Menge einbringen, was? Ja, halte ich fest. 11,5 Millionen. Wow. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, gehen wir in den Club? Eine gute Idee. Okay. Ich weiß nur nicht, was anliegt. Sarah, kann ich essen gehen? Der Vertreter der Omnitech kommt 15 Uhr. Okay, falls irgendetwas ist, ich bin im Club. Verzichten Sie auf blutiges Fleisch. Ja. Guten Tag, ich bin Lou Ann Wilkins, Mr. King. Ich sollte auch auf blutiges Fleisch verzichten. Ich schaffe es nicht. Die haben Steaks im Club, da kann ich einfach nicht widerstehen. Wollen wir immer noch Klage erheben wegen der Verletzung der Patentrechte der Omnitech? Was? Entschuldige. Erheben wir Klage in der Sache Omnitech? Das wird nicht nötig sein. Soviel ich weiß, sind Sie bereit, sich zu vergleichen. Hör zu, ich... Suchen Sie einen Tisch aus, okay? Ich komme nach. Ich habe da noch was vergessen. Einen Klienten? Ja, eine Versicherungssache. Und die Summe? 2000 Dollar. Vielleicht hätte ich anrufen sollen, aber er hat gesagt, ich soll vorbeikommen. Es würde nicht lange dauern. Hallo. Oh, hallo. Ihre Sekretärin hat gesagt, es hat sich was geändert. Kommen Sie. Danke. Wie ist der Name der Gesellschaft, Mrs. Wilkins? Entschuldigen Sie bitte, ich würde vorher gern wissen. Verstehen Sie mich nicht falsch, was mich das kosten wird. Nicht genau, nur ungefähr. Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Ich berechne Ihnen nichts. Also, der Name der Gesellschaft? Den vergesse ich immer. Ich habe die Police. Sarah, verbinden Sie mich mit der Serenity-Versicherung. Mit dem Bearbeiter für Zahlungsansprüche. Sofort. Wann ist Ihre Tochter gestorben? Das muss ich Sie fragen. Am 2. April. Und ist ein Arzt zugegen gewesen? Nein, sie war nicht krank, Mr. Keeney. Sie hatte einen Unfall, ist von einer Klippe gestürzt. Sie hat bei einem älteren Ehepaar in Kalifornien gewohnt und sie haben einen Ausflug gemacht, die Küste entlang, soviel ich weiß. Sie haben irgendwann Halt gemacht und... Mr. Dalt von der Serenity-Versicherung. Mr. Dalt? Steve Keeney, ich bin Anwalt bei Barnett und Alasia. Ich rufe im Auftrag meiner Klientin Lou Ann Wilkins an. Sie hat bei ihrer Gesellschaft eine Versicherung abgeschlossen. Oh, Sie kennen den Fall. Gut. Dann wissen Sie von Ihrem schmerzlichen Verlust. Ja, inzwischen ist die Bestattung schon gewesen, also ich bitte Sie um die Auszahlung der Versicherungssumme. Ach so? Okay. Gut. Vielen Dank, Mr. Dart. Sarah, eine Verbindung bitte zum Büro des Sheriffs in Monterey, Kalifornien. Der Versicherer hätte längst gezahlt, doch die Formalitäten in Monterey sind noch nicht erledigt. Deputy O'Grady. Danke. Deputy O'Grady? Hallo, Stephen Keeney, ich bin Anwalt in Louisville, Kentucky. Ja, und ich vertrete Lou Ann Wilkins. Sie wissen, dass Ihre Tochter vor 2 Monaten bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Am 2. April. Ja, das ist richtig. Doch... Es gibt Probleme mit der Versicherung und die behauptet, die Verzögerung ginge auf ihr Konto. Nein, davon weiß ich nichts. Sie müssen sich irren. Sind Sie sicher, dass die richtige Akte vor Ihnen liegt? Hatte sie eine Lebensversicherung? Nein. Ja, richtig, ein Sturz. Ja, fallen bei Ihnen täglich Leute von der Steilküste? Nein, auf keinen Fall. Da liegt ein Fehler vor. Keine Lebensversicherung, eine Sterbegeldversicherung. Ja, ja, ich habe die Police vorliegen und ich vertrete die Mutter. Nein, es ist nicht die American Provincial, es ist keine Lebensversicherung. Aha. Okay. Kann ich Sie zurückrufen? Vielen Dank. Ist Ihre Tochter verlobt gewesen? Nein, natürlich nicht. Der Totenschein konnte nicht ausgestellt werden, weil die Untersuchungen zum Tod ihrer Tochter noch nicht abgeschlossen sind. Das verstehe ich nicht. Tja, ich auch nicht.
Sie haben einen Anruf von der American Provincial bekommen. Ihre Tochter hatte eine Lebensversicherung über $35,000 abgeschlossen. Und zwar zugunsten ihres Verlobten. Das ist vollkommen unmöglich. Sagt Ihnen vielleicht der Name James Coates etwas? Nein. Die Zweitbegünstigten wären BJ und Virginia McGinnis. Was ist mit diesen Namen? Das sind die Leute, bei denen Melissa gewohnt hat, bevor sie starb. Bis 15 Uhr kann ich das unmöglich schaffen. Vielleicht zu 18 Uhr. Gut, Sie haben es bis 16 Uhr. Na komm. Dad, machst du uns was zu essen? Hast du Hunger? Ja. Bist du fertig? Nein, noch nicht. Ich bin erst beim dritten Level. 10:30 ausgemacht. Komm schon. Nein, das ist völlig unmöglich. Das war nicht abgesprochen. Mehr kriegen wir nicht. Strapazier die Sache nicht, Rod, bitte. Klar können wir vor Gericht gehen, aber das ist nicht im Interesse der Omnitech. Wir tun uns damit keinen Gefallen. Nein, wir bleiben dabei. Entweder Sie nehmen das Angebot an oder es kommt zum Prozess. Oh nein, das hatten wir nicht ausgemacht. Nein, da muss ich nicht nachsehen. 6 Millionen sind angemessen. Sie haben Ihre finanziellen Belastungen nicht offengelegt. Dann hätten Sie nicht investieren dürfen. Nein, da mache ich nicht mit. Leg die Sache beiseite. Ich mache das schon. Ich kläre das morgen. Ja, einverstanden. Okay, mach's gut. Hast du Hunger? Oh. Ganz früh aufstehen. Geht leider nicht. Und wieso nicht? Ich habe schon um 8 einen Termin mit den Madisons. Ich beeile mich. Wenn ich andere Sachen dabei hätte. Schatz, wieso hast du nicht längst ein paar Sachen hier? Alles oder nichts. Weißt du, Steven? Ja? Nicht alle Ehen müssen mit der Scheidung enden. Gebranntes Kind, Schott, das Feuer. Ich muss gehen. Ich habe heute zufällig diese Lou Ann Wilkins getroffen in der Bäckerei. Ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, woher ich sie kenne und wie sie heißt. Wie peinlich. Ist ein Blackout gewesen. Kenne ich gar nicht von mir. Ihre Tochter ist von der Klippe gestürzt. Oh mein Gott. Schrecklich. In Kalifornien. Sie hat bei einem älteren Ehepaar gewohnt, als das passiert ist. Die hatten eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen. Schatz, ich denke, du solltest mit diesen Leuten nicht verkehren. Ja. Du hast an die Versicherung geschrieben und damit ist die Sache erledigt. Bist du sicher, dass du nicht... Gute Nacht. Vergiss nicht, wir sind Donnerstag mit den Broadwicks verabredet. Mach's gut. Ich wollte schon 10 Minuten weg sein, aber heute dauert alles besonders lange. Gerade kommt die langsamste aller Schnecken den Flur entlang gekrochen. Ja, verstehe. Sehr schön. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Haben Sie etwas gefunden? Ja. Den Kaffee und die Filtertüte. Dann habe ich den Filter in die Kaffeemaschine getan, den Kaffee in den Filter, die Maschine mit Wasser gefüllt und Ihnen die Tasse gebracht, die Sie von mir verlangt haben.
Und nun werde ich diese Hände dazu benutzen, die einzigen, die mir zur Verfügung stehen, Ihnen das rauszusuchen, was Sie haben wollen. Kann ich zurückrufen? Ich danke Ihnen. Es hat offensichtlich zwei Anträge gegeben. Für Melissa Wilkins und für Mr. McGinnis. Offenbar ja. Wären Sie wohl so freundlich, mir zu helfen? Ich meine, Sie haben Erfahrung und verfügen über den nötigen Sachverstand. Vielen Dank. Der Antrag für Mr. McGinnis wurde aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt, doch der für Melissa ist anerkannt worden. Wer hat die Anträge gestellt? Mr. und Mrs. McGinnis. Die Kleine hat ihren Antrag selbst unterschrieben. Ja. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Melissa war nicht verwandt mit den McGinnis. Warum hat sie zu den Begünstigten gemacht? Sie sind nur die Zweitbegünstigten. Der Erstbegünstigte ist ihr Sohn. Er heißt James Coates. Hm. Offenbar war er der Verlobte von Miss Wilkins. Ich weiß nicht, ich finde das alles merkwürdig. Ist ersichtlich, ob er bei Antragstellung anwesend war? Offensichtlich ist er zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis gewesen. Wie ist das Wetter in Monterey? Es ist warm, Mr. Keeney. Meine Mandantin und ich warten noch immer auf den Totenschein. Sie werden ihn schon bekommen, keine Sorge. Warum dauert das so lange? Ich will den Grund dafür wissen. Es war unsere Pflicht, die McGinnis zu dem Unfall zu befragen. Hatten Sie den Sturz gesehen? Hatten Sie irgendwas gehört? Sie kennen das, Routinesache. Doch Mrs. McGinnis war während der Befragung kühl und distanziert. Als ich nach einer Versicherung fragte... Sie meinen sowas wie eine Lebensversicherung? Sowas wie eine Lebensversicherung? Sie hatte nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Wir haben nichts gehört. Wir haben nichts gehört. Die Akte ist noch nicht geschlossen, darum schicken Sie keinen Totenschein. Wir haben vor zu klagen. Gegen den Anspruch der McGinnis auf die Versicherungssumme. Du willst, dass sie den Fall abschließen? Oh nein, ganz im Gegenteil. Habe ich dich richtig verstanden? Du willst den Fall weiterverfolgen? Es basiert zwar alles auf Vermutungen, aber ich weiß, dass an dem Fall irgendwas nicht stimmt. Ich will rausfinden, was wirklich passiert ist. Was ist deiner Meinung nach passiert? Das weiß ich nicht. Denkst du, sie wurde getötet? Nein, 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 das denke ich nicht. Na komm. Das ist für Mr. Keeney. Danke. Eine Unterschrift. Vielen Dank. Darauf habe ich gewartet. Was ist das? Der Autopsiebericht. Können Sie den Strafzettel verschwinden lassen? Nein. Dann schulden Sie mir was. Okay. Wie sieht's aus? Sie ist eindeutig durch den Sturz ums Leben gekommen. Aber mich stört, dass Sie Amitriptylin im Blut gefunden haben. Und was ist das? Ein Antidepressivum. Macht einen schläfrig. Das heißt, je nach Dosierung kann man auch benommen werden, die Körperbeherrschung verlieren. Die Konzentration wird hier nicht erwähnt. In Louisville wären wir mit so einem Autopsiebericht nicht durchgekommen. Wissen Sie was? Wenn Sie mal jemanden loswerden wollen, vielleicht Ihre Frau oder deren Geliebten... Ja. Dann kann ich Ihnen nur raten, schubsen Sie denjenigen aus dem Fenster oder von einer Klippe. Und wieso? Ganz einfach. Eine Schussverletzung hinterlässt Löcher, erwürgen einen Abdruck, vergiften hinterlässt die Substanz. Aber ein Sturz hinterlässt immer dieselben Spuren, ganz egal, ob es ein Unfall oder ein Mord war. In der Regel ist es so, dass wir einen Verdacht nicht beweisen können. Aha. Das ist allerdings hochinteressant. Sehen Sie sich das an. Was?
Ihre Hände, der Handrücken ist voller Kratzer und Schwellungen, merkwürdig. Fast alle Fingernägel sind abgebrochen. Sie haben noch nicht viele Leichen gesehen, so wie Nein. Sie reagieren. Was hat das zu bedeuten? Die Wunden an den Innenflächen bekommt man, wenn man sich an etwas festhält. Oder es versucht. Das heißt, wenn man auf dem Weg nach unten nach etwas greift und abrutscht. Die Hämatome auf dem Handrücken sind klassische Verteidigungswunden. Es könnte sein, dass hier jemand auf die Hände getreten hat. Wow, du denkst, dass sie umgebracht wurde? Ich wette, du hast recht. Also, Dad, das finde ich echt cool. Chris, seit wann erzählst du ihm sowas? Dein Vater ist nicht so ein Anwalt. Na komm, mach Hausaufgaben. Ich hab kaum was auf. Und wenn? Es muss gemacht werden. Na los. Er weiß sogar schon, wer mich im Film spielen wird. Ich finde das nicht komisch. Ach komm, Wynn. Kinder sehen schon genug Grausamkeiten im Fernsehen. Wir müssen Mord nicht zum Tagesgespräch machen. Ich erzähle ihm gerne, womit ich mich beschäftige. Ach ja? Hast du ihm auch von der Eisenbahnfusion erzählt? Nein, das habe ich nicht. Anscheinend findest du es aufregend, dass du mit diesem furchtbaren Fall zu tun hast. Ach, erschreckt es dich nicht, was Chris gesagt hat? Eine junge Frau wird von einer Klippe in den Tod gestoßen und er findet das cool. Gut, cool ist das falsche Wort, doch er ist ein Kind. Ich rede nicht von Worten. Ach, und wovon dann? Wir haben das Treffen mit den Brodericks abgesagt. Kein Problem. An unseren Theaterkarten konnten sich Linda und Harry erfreuen. Schatz, ich besorge uns neue. Sandra Montgomery hat mich heute Morgen angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Du hast 2 Treffen mit Rod verschoben. Ich versuche, einer Mandantin zu helfen. Du hast an die Versicherung geschrieben, oder? Das reicht leider nicht. Wird das vielleicht eine Mordfalluntersuchung? Ausschließen können wir das leider nicht. Dass dich das reizt, glaube ich dir gern, aber du bist nicht bei der Polizei. Ich denke, du weißt nicht, was du tust. Wirklich? Ja, entschuldige. Vielleicht stimmt, was du sagst. Aber die meisten Menschen wissen nicht, was sie tun. Es ist doch so, wäre die Familie reich, hätten sie den Fall bestimmt noch nicht abgeschlossen. Kein Mensch will wissen, was dem Mädchen passiert ist. Ich meine, außer einer verzweifelten Mutter, die mich gebeten hat zu helfen, was ich vorhabe zu tun. Mrs. Wilkins hat uns die Fotos aus der Kamera der McGinnis geschickt. Ich bin neugierig. Aha. Das ist der ganze Film. Ein hübsches Kind. Ja, das war sie. Sehen Sie sich die Schuhe an. Kein Wunder, dass sie gestürzt ist, so hoch wie die Absätze waren. Das müssen die McGinnis sein. Das hat Melissa fotografiert. Ich bin auf einmal so müde. In ihrem Körper wurde Amitriptylin gefunden. Das macht schläfrig. Das ist doch... Wo sieht er hin? Der Kerl schaut rüber zur Straße. Hier ist nichts. Da auch nicht und da auch nicht. Die anderen sind uninteressant. Luanne, rufen Sie Virginia McGinnis an. Ja, hallo. Mrs. McGinnis? Hier ist Luanne Wilkins aus Louisville, Melissas Mutter. Wie geht's Ihnen? Oh ja, Sie sind es. Ganz gut, und Ihnen? Nun ja, Sie können sich vorstellen, dass es mir nicht so gut geht, wenn man eine Tochter verloren hat. Ja, das habe ich auch durch, und ich sage Ihnen, der Schmerz vergeht nie. Sie hat das auch durch. Wissen Sie, ich muss immer wieder darüber nachdenken. Wann genau sie gefallen ist? Haben Sie einen Schrei gehört? Nein, wir haben nicht das Geringste gehört. Ich habe das letzte Bild von Melissa und BJ gemacht, das ist mein Mann. Uns wurde kalt, deswegen sind wir zurück zum Wagen gegangen, BJ und ich. Wir haben uns umgesehen und sie war verschwunden. Wir haben eine kleine Rundreise gemacht. Wir haben sie oft angehalten. Mindestens 4 Mal. Melissa hat immer zu gerufen, anhalten, hier ist es so wunderschön. Sie war verrückt.
Mitunter hat sogar mal die Sonne geschienen. Und es ist so ein hübscher Regenbogen entstanden, der die Kleine sehr fasziniert hat. Oh, das kenne ich. Ich wollte Sie fragen, ob Sie noch andere Fotos von Melissa haben. Ich habe nur die... Die in unserer Kamera waren. Leider habe ich sonst keine. Und sagen Sie, wo wurden die aufgenommen? Ist das die Stelle, wo... sie ums Leben gekommen ist? Ich glaube. Wo sie gestürzt ist. So ist es. Das Medikament. Im Autopsiebericht steht, dass in ihrem Körper ein Medikament gefunden wurde. Es heißt Amitriptylin. Wissen Sie, warum sie es genommen hat? Nein, das weiß ich nicht. Tut mir leid. Das heißt, BJ hat es mal verschrieben bekommen, nach einer Operation. Vielleicht hat sie es aus Versehen genommen. Ja, das wäre eine mögliche Erklärung. Wissen Sie, worüber ich mich noch gewundert habe? Mir wurde gesagt, Melissa hätte kürzlich eine Lebensversicherung abgeschlossen. Oh, das ist richtig. Aber es ist wirklich nicht der Rede wert. Sie beläuft sich auf eine unbedeutende Summe, glauben Sie mir. Warum sie abgeschlossen hat, ist eine verrückte Geschichte. Wissen Sie, BJ musste seine Versicherungssumme erhöhen. Wir sind alle gemeinsam in das Büro der Gesellschaft gefahren und als wir da saßen, hat Melissa gesagt, und was ist mit mir? Ist mein Leben nichts wert? Wir haben gelacht und sie gefragt, was willst du in deinem Alter mit einer Lebensversicherung? Naja, und darauf hat der Versicherungsvertreter gesagt, dass er sich wünschte, es hätte ihn jemand dazu überredet, als junger Mann eine abzuschließen. Sie ist billig, wenn man so jung ist. Man spart einen Haufen Geld. Also haben wir es getan. Naja, wie ich schon sagte. Wir haben nicht das Geringste gehört. Wir drehen uns um und sie ist weg. Es war furchtbar. Entsetzlich. Ich weiß nicht, fühlen Sie sich jetzt besser? Ich hoffe, ich habe Ihnen ein wenig geholfen. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Auf Wiederhören. Hey, hast du vergessen, dass wir eine Besprechung haben? Oh. Komm mal her. Na los. Was ist? Ich muss dringend nach Kalifornien fliegen. Vertrittst du mich? Wen haben wir denn in Kalifornien? Sag mir jetzt nicht, das hat was mit der Lehrerin zu tun. Die Frau tut mir einfach leid. Steven, pro bono zu arbeiten ist nicht so das Geld. Ich fliege sofort. Heute Abend bin ich... $2,000? Ich schreibe der Lady einen Scheck über diese Summe aus. Das Geld geht's mir überhaupt nicht. Und doch, Steven, es geht immer um Geld. Doch das Schlimmste ist, ich war seit Monaten nicht Golf spielen, weil ich nur damit beschäftigt bin, dich zu vertreten. Ich weiß, und es tut mir leid. Gott, hör zu. Ich werde vielleicht noch 1-2 Tage brauchen, dann bin ich wieder da, okay? Einfall war das nicht. Sie waren deswegen schon ein paar Mal hier. Sie? Ja. Mrs. McGinnis, Ihr Mann und die Kleine. Es ging um eine Versicherung für ihn und das Mädchen wegen eines Visums für Mexiko oder so. Verstanden habe ich das nicht. Und Sie haben sie nicht versichert? Nein. Keine Gesellschaft wird so dumm sein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, ich verstehe nicht. Mr. McGinnis ist sehr schwer krank. Keine Gesellschaft versichert den Mann. Einer Versicherung für das Mädchen haben Sie zugestimmt. Über eine kleine Summe, ja. $35,000. Das geht ohne Gesundheitstest und was man hat, hat man. Trotzdem irgendwie kam es mir komisch vor, ein Kind zu versichern, das nicht das eigene ist. Sie sagten, die Kleine wäre die zukünftige Verlobte ihres Sohnes. Die Verhältnisse waren undurchschaubar. Als meine Mandantin mit Mrs. McGinnis gesprochen hat, erwähnte sie, wie schmerzhaft es sei, eine Tochter zu verlieren. Und Mrs. McGinnis sagte, sie wüsste das. Soviel ich weiß, hat sie nur die beiden Söhne, keine Tochter. Die Jungs waren im Gefängnis. Ronnie hat, glaube ich, wegen Einbruchs gesessen und...
Der andere wegen Mordes. Hat Mrs. McGinnis die Beiträge bezahlt? Es wurde nur einer fällig, $60.10. Die Police wurde am 1. April ausgestellt, der Unfall war am 2. Ihnen helfen? Ich... Nein, ich... Wissen Sie, ich habe mir nur Ihr schönes Haus angesehen. Wieso? Sind Sie Makler? Ich bin an der Gegend interessiert. Ach, wirklich? Wissen Sie, wir haben daran gedacht, zu verkaufen. Ich sag Ihnen was. Sie kommen rein und sagen mir, was es wert ist. Hm? Hey, was ist? Kommen Sie. Nun? Was ist es wert? Hätten Sie was dagegen? Nein, nein, sehen Sie sich nur um. Hallo. Hallo. Und, wie steht's? Ich weiß es nicht. Und Sie wollen wirklich dieses schöne Haus verkaufen? Hat Virginia das gesagt? Entschuldigen Sie bitte, ich muss meinem Mann die Spritze geben. Ich bin staatlich geprüfte Krankenschwester. Ein normales, hübsches Schlafzimmer. Das ist Ihre Tochter? Ich habe keine Tochter. Wie viel Platz bietet der Schrank? Wie sagten Sie, war Ihr Name? Keeney. Steven. Was ist es wert? Schwer zu sagen. Ich werde mir die Preise für vergleichbare Objekte ansehen. Geben Sie mir Ihre Karte. Ich rufe Sie an. Ich habe keine Karte. Wo haben Sie Ihr Büro? Von welcher Gesellschaft kommen Sie? Ich habe kein Büro. Also schön, wer sind Sie? Sie sind von der Versicherung, Mister. Habe ich recht? Raus damit. Was wollt ihr von mir? Wann kriege ich endlich mein Geld? Das habe ich nicht zu entscheiden. Sie sollten besser wieder gehen. Der Merlot. Steven. Oh. Bitte. Warum studierst du heute so lange die Speisekarte? Du isst doch sowieso Steak. Liebling, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön die Dielen aussahen, nachdem sie abgezogen waren. Aber leider waren sie so alt und morsch, dass sie das Gewicht des Klaviers nicht tragen konnten. Sie sind weggebrochen.
Ich habe kaum gewagt, es Sidney zu sagen, denn es gefiel ihm so. Doch dann ist Buckley nach Hause gekommen und du weißt, dass er nie ganz nüchtern ist. Er hat kein einziges Wort gesagt. Er hat sich ans Klavier gesetzt und angefangen zu spielen. Dann hörte er auf zu spielen, stand auf, warf einen Blick auf das Klavier und sagte, verstimmt das Ding was? Wir haben ja so gelacht. Es war urkomisch. Hast du mir zugehört? Na, tut mir leid. Weißt du, irgendwie trete ich auf der Stelle. Es ist bereits Monate her. Sie wissen genau, dass mehr dahinter steckt. Doch es geht ja nur um 35.000 Dollar. Heute Abend nicht, Steven. Warte, können wir bestehen? Warte, ich höre gleich auf. Nur noch einen Moment. Ich glaube, es gab ein zweites totes Kind. Ihr eigenes. Wir waren so lange nicht aus. Können wir den Abend nicht genießen? Wie stellst du dir das vor? Die Leute fangen schon an zu reden. Liebling, ich bitte dich. Ist das alles, was dich interessiert? Ich stand der Frau gegenüber. Sie hat das es getan. Das weißt du doch gar nicht. Oh, doch, ich will nicht darüber reden. Und ich muss darüber reden. Gut, ich gebe zu, ich weiß nicht sicher, ob es einen Mord gab. Aber Melissa hat kurz bei den McGinnis gewohnt und heute ist sie tot. Ich wünschte, du könntest dir zuhören. Weißt du eigentlich, was du da redest? Mütter töten nicht einfach ihre Kinder, Steven. Was ist nur mit dir los? Ich weiß doch, es kommt vor, verdammt. Natürlich, alles Mögliche kommt vor, aber nicht unter normalen Leuten. Was? Eine junge Frau ist gestürzt. Und vielleicht gab es im Leben der McGinnis eine Tragödie, aber die meisten Menschen hätten Mitleid. Warum nicht auch du, Steven? Warum denkst du darüber nach, ob Leute ihre eigenen Kinder umbringen? Und selbst wenn es so wäre, was geht uns das eigentlich an? Was es uns angeht? Das ist unsere Welt. Wir sind Leute mit Geld. Und was Melissa Wilkins zugestoßen ist, wird uns nicht passieren. Aber es passiert. Und ich kann nicht die Augen verschließen und sagen, das kann es nicht geben, denn es ist passiert. Es tut mir leid. So kann ich nicht leben. Ich möchte, dass es wird wie früher, dass wir tun, was wir immer getan haben. Steven, bin ich ein schlechter Mensch, weil ich mit dir zusammen sein will? Es tut mir leid, dass ich nicht über Mord reden will und über Menschen, die töten, oder über Leichen. Aber an etwas anderem hast du kein Interesse mehr. Nicht an mir, nicht an Christian, nicht an deinem Beruf. Ich bitte dich, gib die Sache auf. Erst wenn ich weiß, was passiert ist. Ich verstehe, dann lass es mich wissen, wenn du es herausgefunden hast. Möchten Sie bestellen? Nein, nicht jetzt. Ich habe für heute alle Termine abgesagt und dafür einen neuen gemacht. Ihre Vermutung war richtig. Sie hat tatsächlich eine Tochter verloren. Muss irgendein Unfall gewesen sein. Ich habe jemanden ausfindig gemacht, der mehr darüber weiß. Deputy Graham aus Jefferson. Kommen Sie rein. Das kleine Mädchen ist Cynthia. Sie war erst 5 Jahre alt. Ich hatte gerade den Posten übernommen. Muss vor 15 Jahren gewesen sein. 15 Jahre und die Akte ist noch hier? Ja. Wir haben nie herausgefunden, was wirklich geschehen ist. Das ist Ihnen runtergefallen. An dem Strick hat sich die Kleine aufgehängt. Das war ein Tag. Der Himmel war grau, es nieselte und es war eiskalt. Ich war mit dem Streifenwagen unterwegs. Dann sollte ich zum Hof der Reardons fahren, wegen einem Unfall. Als ich zur Scheune hochfuhr, stand Virginia draußen im Regen. Sie konnte nur auf den Trecker geklettert sein und sich im Seil verfangen haben. Das war das einzig Logische. War denn außer ihr niemand da? Ihre Brüder waren in der Schule. Ach, und Cynthia nicht? Ist uns auch aufgestoßen. Das Kind hatte einen Pony. Virginia war früh mit ihr zum Reiten. Es ging ihr nicht gut an dem Morgen. Sie ist aber trotzdem reiten gegangen. Ich habe das Wohnhaus nicht gesehen. Ja, wo ist das Haus?
Ist völlig abgebrannt. 3-4 Monate danach. Was, das wird uns helfen, den Fall wieder aufzunehmen. Ich verstehe. Augenblick, Mr. Keeney. Ich habe die McGinnis gerade in meinem Büro. Was, Sie sind bei Ihnen? Es ist über 8 Monate her. Und wir haben jede Frage beantwortet, die man uns gestellt hat. Vielleicht, aber nicht meine. Wie läuft das Immobiliengeschäft, Mr. Keeney? Hören Sie, das führt zu nichts. Uns fehlt jede Grundlage. Moment mal. Eine junge Frau ist umgekommen. Und Sie erzählen mir was von Grundlage. Ja, war sie nicht wichtig genug? Ich habe erfahren, Mr. Keeney... Sie glauben, dass Melissa ermordet wurde. Ganz besessen sollen Sie ja von dieser Idee sein. Ich habe dem Staatsanwalt mitgeteilt, dass Sie 2 Möglichkeiten haben. Entweder Sie erheben Anklage und mir wurde versichert, dass das nicht zur Debatte steht. Oder die Akte wird geschlossen. Andernfalls werde ich Klage erheben wegen unrechtmäßiger Verweigerung der Versicherungssumme. Und die Beklagten in diesem Prozess werden Sie und Ihre Mandantin sein. Bitte, verklagen Sie uns. Mr. Keeney, Tatsache ist, Melissa ist gestürzt. Und Sie haben nicht einen Beweis dafür, dass es ein Verbrechen war und kein Unfall. Und korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Aber was die Staatsanwaltschaft von Monterey angeht, die sieht nicht den geringsten Grund, den Fall weiter zu verfolgen. Christian, stell sofort das Ding ab! Gleich, Dad. Ich muss noch 5 Figuren abknallen. Du solltest doch schon vor einer halben Stunde im Bad sein. Nein, vor einer Stunde. Was hast du gesagt? Was? Sei nicht so frech zu mir. Entschuldige. Wir hatten abgemacht, dass du vor einer Stunde ins Bad gehst. Das habe ich doch gesagt. Okay, Schluss für heute. Hey! Du hast mir versprochen, dich bettfertig zu machen und ich habe dir geglaubt. Und du hast mir gesagt, dass du mehr Zeit für mich hast und ich habe dir geglaubt. Ich weiß, es tut mir leid. Ach, was geschenkt? Was meinst du damit, geschenkt? Ich höre von dir immer nur, es tut mir leid. Thank you.
ob ich dich anrufen soll. Ich bin froh, dass du es getan hast. Dieser Fall bringt mich um den Verstand. Hast du mich kommen lassen, um mir das zu sagen? Natürlich nicht. Es ist nur so, dass ich schon davon träume und... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht ist es Zeit, aufzuhören. Maxwell muss Sie dringend sprechen. Verbinden Sie mich mit ihm. Und wenn Sie dazu kommen, dann packen Sie bitte die Akten der Lou Ann Wilkins-Sache zusammen. Sie geben auf? Ja, ich muss ja wohl. Wenn die Polizei in zwei Bundesstaaten es nicht schafft, ihr was nachzuweisen. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Maxwell auf Leitung 1. Grant? Wir müssen noch mal überdenken, ob wir die Bioclave-Aktie auf den Markt werfen. Wir könnten baden gehen. Wie Sie meinen. Vielleicht ist die Finanzierung nicht so, wie sie sein sollte, aber wir werden sie im Prospekt gut präsentieren. Will die Börsenaufsichtsbehörde wirklich wissen, ob wir unserer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind? Ich habe heute mit Artie von Gaines McKenna gesprochen. Er ist sicher, dass es funktioniert, aber wir haben nicht viel Zeit. Steve? Ich rufe später zurück. Sarah? Sehen Sie sich das an. Mr. Keeney, wir sehen uns die Fotos zum 100. Mal an. Ich weiß, aber das ist uns nicht aufgefallen. Wenn Sie Melissa umbringen wollten, warum haben Sie sie fotografiert? Weil Sie beweisen wollten, dass es ein Ausflug war. Sie wollten verhindern, dass jemand auf die Idee kommt, dass es Mord war. Sehen Sie sich das an. Es ist eindeutig. Es sind sogar Ihre Füße mit drauf. Und warum? Jeder sollte die hohen Absätze sehen. Und nun werfen Sie nochmal einen Blick auf die Fotos. Was fällt Ihnen auf? Ich meine speziell an diesen drei. Sie sind für uns uninteressant. Das sind Landschaftsaufnahmen. Auf den ersten Blick ja, aber sehen Sie sich die Negativnummern an. Die Fotos sind nach Melissas Sturz aufgenommen worden. Virginia hat ausgesagt, das letzte Bild, was sie gemacht hat, war von BJ und Melissa. Dann ging sie mit BJ zum Wagen. Sie hat nichts gehört und als sie sich umdrehte, war Melissa weg. Nun ja, dann müsste das letzte Bild auf dem Negativ sein. Ist es aber nicht. Virginia hat gelogen. Sie hat es fertiggebracht, Fotos zu machen, nachdem Melissa von der Klippe gestürzt ist. Und wir sind darauf reingefallen. Für uns waren es uninteressante Landschaftsaufnahmen. Diese Menschen sind bereit, für $35.000 zu töten. Sie ist Hausfrau. Er hat eine bescheidene Rente. Sie achten auf jeden Penny. Das Leben hat sie geprägt. Sie essen ihre Teller leer. Jeder Krümel wird aufgegessen. Und sie verschießen alle Fotos, bevor sie den Film entwickeln lassen. Sie hat noch die verdammten Fotos gemacht. Diese Frau stellt sich einfach hin und schießt Bilder von der Landschaft, bevor sie Hilfe für Melissa holt. Hatten Sie nicht mit der Sache abgeschlossen? Genau das versuche ich zu tun, diese Sache abzuschließen. Spreche ich mit dem Mr. Coates, der mal mit einer Frau namens Virginia verheiratet war? Sie hatten zwei Söhne. Vielleicht kennen Sie jemanden, der mir weiterhelfen kann. Und kennen Sie diese Familie? Sind Sie vielleicht verwandt oder... Gut, ich danke Ihnen. Ich habe in einem Buch über Serienmörder gelesen. Sie weisen ähnliche Verhaltensmuster auf. Brandstiftung ist eins. Ihr Haus in Kentucky ist abgebrannt und das in Kalifornien auch. Wir haben zwei tote Kinder. Uns fehlen aber nach wie vor die Beweise dafür. Ein Glückskeks? Ja, was soll denn das? Guter Wurf. Warten Sie, ich hole ihn. Ich habe einen langen Arm. Was geht hier eigentlich vor? Ich habe ihn. Oh, auch das noch hat's wehgetan. Hallo. Hier. Vielen Dank. Und ich mache dann die Liste fertig.
Hast du Hunger? Nein, vielen Dank. Steve, hör zu. Wir sind schon lange befreundet, du und ich. Wir haben eine Menge erlebt und durchgestanden. Und ich bin froh, dass ich dich habe. Ist doch so. Aber du hast dich da in etwas verrannt, mein Freund, was nicht gut für dich ist. Es schadet deinem Ansehen und ist für uns alle nicht gerade ein Aushängeschild. Es schadet mir, der Kanzlei ebenfalls. Ich bin sicher, dass die Kleine ermordet wurde. Steven, lass die Sache fallen. Ansonsten ist es mit deiner Karriere vorbei. Als wir studiert haben, hatten wir noch Ideale. Erinnerst du dich? Darum wir wollten die Welt verändern. Wir haben dafür demonstriert. Und was ist davon übrig? Ja, wir haben damals gekifft wie die Teufel. Wir sollten es wieder tun. Wir haben die Dinge klarer gesehen. Permanente Unzufriedenheit ist das Privileg der Jugend. Du musst der Lady die Stunden in Rechnung stellen. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich weiß nicht. Wann fing es an, nur ums Geld zu gehen? Steven, es ging schon immer um Geld. Willst du den Jaguar eintauschen gegen den VW-Bus? Willst du in einem Großraumbüro arbeiten, als Rechtsberater für kleine Leute? Also ich bitte dich, hör auf mit diesem sozialen Mist. Okay? Die Partner haben über dich gesprochen. Ich als dein Freund kann dir nur den Rat geben, der Lady Rechnungen zu schicken. Ich weiß nicht, ob ich das fertig bringe. Verstehe. Wenn du bei der Wohlfahrt bist, dann schick mir eine Postkarte. Ja, ich bin auf der Suche. Hallo? Hallo, wichtiges Telefonat. Entschuldigung, ich suche einen... Geht sie ruhig zu ihm. Nein, tut mir leid, haben wir noch nicht. Mr. Coates, der vor Jahren mit einer Frau namens Virginia verheiratet war. Wir bitten die Versicherungsgesellschaft, das Geld einzufrieren. Nein, das glaube ich nicht. Wenn wir auf Schadenersatz klagen, gibt es einen Zivilprozess und sie muss in den Zeugenstand. Ja, ich weiß, dass es Ihnen nicht um das Geld geht. Aber wenn es zum Prozess kommt, haben wir die Chance, Virginia McGinnis vorzuladen. Und dann wird sie erklären müssen, warum sie Anspruch auf das Geld hat. Luann, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wir werden die Sache bis zum Ende durchfechten. Natürlich. Okay. Ja, bis bald. Hallo. Ich dachte, du wärst zur Vernunft gekommen. Wolltest du nicht aufhören? Was ist? Ich habe ihn. Wen? Dick Coates. Ist eine Stunde Fahrt. Ich habe Ihnen was zu essen eingepackt. Scharf auf ein Gespräch ist er nicht. Sie sind eine Perle. Hat Ihnen das schon einer gesagt? Das kann man nicht oft genug hören. Thank you.
Sie der Typ aus Louisville? Ja, Stephen Keeney. Nett, dass Sie mit mir reden wollen. Geht es um Virginia? Ja, allerdings. Darum bin ich hier. Sie waren mit ihr verheiratet? 8 Jahre lang. Was hat sie wieder angestellt? Es ist nicht ausgeschlossen... Darf ich? Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie vor etwa 15 Jahren ein kleines Mädchen umgebracht hat. Ich habe Virginia über 15 Jahre nicht mehr gesehen. Und es war nicht mein Kind. Es hätte das Kind von jedem sein können. Sie war da nicht so. Die beiden Jungen waren von mir. Ich bin abgehauen, wissen Sie, und ich bin nie mehr zurück. Vielleicht können Sie mir was über Sie erzählen. Also gern spreche ich nicht darüber. War eine schlimme Zeit, wissen Sie. Sie ist verrückt, schon immer gewesen. Vielleicht können Sie mir mehr darüber erzählen. Na ja, ich war beim Holzsägen mit einem Freund. Es war dunkel, es war Abend und plötzlich war es ganz hell von einem mächtig großen Feuer. Ich bin sofort hingefahren. So habe ich sie kennengelernt. Sie stand einfach da, ihre Augen leuchteten. Sie war hübsch damals, sehr hübsch. Sie war richtig aus dem Häuschen. Sie mag Feuer, es war, als würde es in ihrem Innern was anstellen. Na ja, irgendwann war sie schwanger und wir haben geheiratet. Und dann war sie anders. Ich habe mir gedacht, da stimmt was nicht. Sie hat sich Schuhe, Kleider und Spitzenunterwäsche gekauft. Und ich habe nur ein paar Dollar die Woche gemacht. Und dann dieses Silberzeug. Hat sie billig gekriegt, das hat sie gesagt. Irgendwann kam Mrs. Platt, sie war aus der Nachbarschaft. Wir kannten sie aber kaum. Sie hätten mal ihre Augen sehen sollen, als sie das Silberzeug entdeckt hat. Sie meinte, es gehört ihr und jemand hat es ihr gestohlen. Ich war sauer, das können Sie glauben. Eine Frau ihr Silberzeug klauen und sie dann zu sich nach Hause einladen. Sie hat's behalten? Ja, ich war dumm, wissen Sie. Ich habe zu Virginia gehalten, konnte nicht zulassen, dass meine Frau beleidigt wird. Denken Sie nicht, sie war dankbar. Nicht Virginia. Ihr hat das nicht gereicht. Ich war nicht fein zu Mrs. Platt, doch das war nicht genug. Du hast nichts gesagt, du hast nichts getan, du Feigling. Wie ich schon sagte, die Frau ist verrückt. Eines Nachts rieche ich Rauch. Ihr Mann war in dem Haus, ihre Kinder. Sind Sie danach abgehauen? Ein Versicherungsmann kam ein paar Tage später dahin, wo wir dann wohnten. Drückte mir einen Scheck in die Hand. Ich sagte ihm, ich habe keine Versicherung. Darauf sagte er, oh doch, Sir. So viel zu mir und Virginia. Ein Feuer war der Anfang und Feuer war das Ende. Mr. Coates, wären Sie bereit, das vor Gericht auszusagen? Ich würde lieber zur Hölle fahren, als dieser Frau noch einmal begegnen zu müssen. Es wäre uns aber eine große Hilfe. Sie wird nie damit aufhören. Werden Sie das aussagen? Ich werde tun, was ich tun muss, Sir. Thank you.
Mr. Keeney, hier ist O'Grady. Ich habe Ihr Pamphlet bekommen. Und, was sagen Sie? Es ist beeindruckend. Reicht es für eine Anklage? Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Wir könnten noch nicht mal Anklage erheben, wenn Mrs. McGinnis ein Schuldgeständnis unterschrieben hätte. Die Staatsanwaltschaft hat im letzten Jahr 2 Fälle verloren. Das hat ein paar Millionen gekostet. Und die Steuerzahler waren darüber nicht gerade glücklich. Naja, und dieser Fall baut allein auf Indizien auf. Die Öffentlichkeit ist schon nicht gut, auf uns zu sprechen, und die Presse wird uns durch die Mangel drehen. Tut mir furchtbar leid, Keeney. Es geht wieder mal um Politik. Heutzutage findet man nicht viele, die wirklich an etwas glauben. Und woran glauben Sie? Die Entscheidung ist gefallen, Mr. Keeney. Ich kann nichts mehr daran ändern. Es tut mir leid. Ja. Ein kleiner Schritt für einen Mann. Ein großer Sprung für die Menschheit. Das ist Fortschritt. Und Sie sind nur auf dem Mond rumgelaufen? Vielleicht haben Sie auch Golf gespielt. Warst du damals ein Hippie? Ja. Weißt du, es wird sich für uns beide in nächster Zeit einiges ändern. Und ich wäre sehr froh, wenn du mir das nicht übel nimmst. Was wird sich denn ändern? Kannst du mir das sagen? Ich mache bald meine eigene Kanzlei auf. Dann werde ich erst mal sehr viel Arbeit haben. Aber das ist doch nichts Neues. Ja, komm mal her. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mir wünschte, viel mehr Zeit mit dir verbringen zu können. Aber es geht nicht. Und jetzt leider schon gar nicht. Und uns deswegen verlassen. Wir beide denken im Moment über vieles sehr verschieden. Es ist mir nicht leicht gefallen, Wynn gehen zu lassen, aber Gott sei Dank habe ich dich, nicht wahr? Ich habe dir doch erzählt, dass mein Verbrecher ins Gefängnis steckt. Du hast gesagt, du findest das gut, richtig? Ja. Na, siehst du. Aber ich wusste doch nicht, dass es so lange dauern wird. Verzeih mir. Hallo? Hallo? Ich habe gehört, dass Sie bleiben können. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Angebot annehme. Ich hätte da einen Job für Sie. Die Bezahlung ist schlecht, aber der Typ ist ein Workaholic. Sie wissen ganz genau, dass ich für niemanden lieber arbeiten würde. Aber ich kann mir das nicht leisten. Ja, natürlich. Ich weiß. Sarah... Bitte, ich habe nah am Wasser gebaut. Sie müssen nichts sagen, okay? Ich wollte Sie eigentlich nur bitten, das Zeug wegzubringen. Halt, Sie arbeiten nicht mehr für mich. Ich schaffe das schon. Keeney? Mr. Keeney, hier spricht Mark Vandenberg, San Diego Police Department. Ich habe gehört, Sie arbeiten an dem McGinnis-Fall. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte etwas für Sie tun. Vor einer Stunde habe ich einen Typen namens Jimmy Coates festgesetzt. Ich dachte, der sitzt bereits. Er war 3 Tage draußen. Hab ihn schon x-mal festgenommen. Er gehört zu denen, die nie lange draußen bleiben. Jedenfalls habe ich ihn gefragt, ob ihm nicht klar ist, dass er sich sein Leben versaut. Wissen Sie, was er mir da antwortet? Dass er bald zu einer Menge Kohle kommt. Ich sage, ist das dein Ernst? Erzähl mir mal, wie ein geborener Verlierer zu einer Menge Geld kommen soll. Er sagt nicht, ich habe das eingerührt, sondern seine Alte, seine Mom. Sie hat auf irgendein Häschen eine Versicherung abgeschlossen und die Kleine ist tot. Ist doch praktisch, was? Jedenfalls hat er mir auch gesagt, dass so ein verrückter Anwalt rumläuft, der sagt, dass es Mord war. Aber dass bald alles geregelt sein wird und seine Mutter den Scheck bekommt. Ich bin der Sache nachgegangen. Hab mit Monterey gesprochen. Für Mord gibt es keinen Beweis. Trotzdem glauben Sie an ein Verbrechen. Die Indizien sprechen dafür. Virginia McGinnis schließt eine Versicherung ab und nur einen Tag später ist die Tochter meiner Mandantin tot. Der Begünstigte ist Freund Jimmy, der angeblich Melissas Verlobter war. Doch die Mutter des Mädchens wusste nichts von der Verlobung.
Was halten Sie davon? Ach, wissen Sie, Kinder erzählen ihren Eltern nicht alles. Ich nehme an, Sie haben noch mehr. Ja, ich habe 2 Aktenschränke voll Material. Gehen Sie damit zum Staatsanwalt. Da war ich. Er lehnt es ab, Anklage zu erheben. Das war in Monterey. Wir sind in San Diego. Ich schlage vor, Sie kommen hier. Vielleicht nimmt sich jemand des Falles an. Wenn das so einfach wäre, hätte ich es dem Staatsanwalt von Louisville vorgelegt. Der Mord wurde in Monterey begangen. Ich will Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihre Arbeit zu machen haben. Aber wenn der Mord geplant war, dann wohl schon zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses. Wenn sie hier abgeschlossen wurde, sind wir auch dafür zuständig. Bitte sehr. Danke, der Rest ist für Sie. Vielen Dank, Sir. Schon gut, auf Wiedersehen. Mr. Keeney. Ja? Mark Vandenberg. Oh, guten Tag. Freut mich, Mr. Vandenberg. Wir haben einen Termin bei Sylvia Guzman. Sie ist Staatsanwältin. Okay. Was zum Teufel ist das alles? Ich sollte das Material mitbringen. Wären Sie so freundlich, das zu nehmen? Vielen Dank. Es ist erstaunlich, was Sie zusammengetragen haben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich argumentieren soll, um die Aufnahme eines Falles zu begründen, der in Monterey abgelehnt wurde. Ein gutes Argument ist, dass es sich um Mord handelt. Ja, aber ich fürchte, das reicht nicht. Sie können es damit versuchen. Ein junges Mädchen ist tot, weil eine skrupellose Frau sie ermordet hat, um eine Versicherungsprämie zu kassieren. Und sie wird es wieder tun. Monterey sagt, das ist nicht zu beweisen. Wir sind nicht in Monterey. Virginia hat nicht nur Melissa auf dem Gewissen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ihre Tochter, ihren Mann und ihren Vater. 11 Häuser sind niedergebrannt und Monterey lehnt eine Anklage ab. Haben Sie schon das Protokoll des Gesprächs der McGinnis mit dem Versicherungsbeauftragten gelesen? Ja, und ich finde es haarsträubend. Diese Frau lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Ja. Zuerst wollte Melissa angeblich für einen Tag nach Mexiko. Dann wollte sie eine Versicherung abschließen wegen eines Visums für Mexiko. Sie hat vor dem Ausflug den Hund eingesperrt. Dann wieder hat sie gar keinen Hund. Die Lady scheint schizophren zu sein. Wir haben den Mann gefunden, der angeblich als Zeuge den Versicherungsantrag unterschrieben hat. War gar nicht so einfach. Der Name ist falsch geschrieben worden. Wer schreibt schon seinen eigenen Namen falsch? Dann war die Unterschrift gefälscht. Eine weitere Lüge, die sie erklären muss. Nicht zu fassen. Wissen Sie was? Wir haben verdammt gute Karten. Ja. Virginia McGinnis? Ja. Detective Vandenberg, San Diego Police Department. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie wegen Mordverdachts. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern, wenn Sie davon keinen Gebrauch machen wollen. Ich sollte ein paar wollen. Sachen einpacken. Das macht man doch so. Augenblick, ich bin sofort wieder da. Hat sich umgebracht. Es muss kein Suizid gewesen sein. Der Mann wollte aussagen. Damit hat er sich in Lebensgefahr gebracht. Es gibt einen Abschiedsbrief. BJ wird uns vielleicht als nächster verlassen. Was? Er wurde heute Morgen ins Gefängniskrankenhaus gebracht. Und wie sieht's aus? Schlecht. Er ist lebensbedrohlich erkrankt. BJ ist medizinischer Befund? Augenblick. Das ist ein psychologisches Gutachten, kein medizinischer Befund. Das ist immer streng vertraulich. Wir könnten Probleme bekommen. Und? Verfahrensfehler. Verfahrensfehler? Weil ich das falsche medizinische Gutachten von BJ versehentlich aufgemacht und gelesen habe. Die Geschworenen werden also nicht erfahren, dass BJ glaubt, Virginia wollte ihn vergiften. Außerdem will der Richter mich dafür bestrafen, dass ich meine Post gelesen habe. Der Antrag auf Todesstrafe wurde abgewiesen. Hoffen wir auf ein lebenslänglich ohne Bewährungsmöglichkeit. Dürfen wir darüber reden, dass Cynthia erhängt wurde? Und dass sie wie Melissa versichert war? Darüber wurde noch nicht entschieden. Ach, die Woche hatte so gut angefangen. Ach,
Hallo. Der Richter lässt die Beweise nicht zu. Wie bitte, welche? So gut wie alle. Genauer gesagt, was vor dem Tod von Melissa geschehen ist, dürfen wir nicht vorbringen. Nicht den Tod des Mannes, des Vaters oder Cynthias, die Brände auch nicht. Bleiben uns eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und 3 Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Gott. Wir nehmen uns nochmal BJ vor. Keine Chance, der redet nicht. Er ist der Einzige, der weiß, was passiert Virginia ist. Virginia hat ihn in die Mangel genommen. Er der Mann weiß, hat dass Angst. Er sterben wird. Vielleicht er können wird wir uns gar nichts sagen. Ich habe zu viel ist in den ja Fall gut. investiert. Reden Kein Sie Richter wird auf. Die Sache den Bach runtergehen lassen. Okay. Also unternehmen Sie was. Okay. Wir wollen dasselbe. Notieren Sie die Todeszeit. Hier bitte. Ja. Todesursache? Atemstillstand aufgrund eines Emphysems. Ja, Sir. Es ist wie verhext, als wenn eine höhere Macht die Hand über diese Frau hält. Sie haben es versucht, er wollte nicht reden. Mit dem, was wir haben, können wir nicht vor Gericht gehen. Nun werfen Sie doch nicht sofort die Flinte ins Korn. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Mit BJ haben wir den einzigen Zeugen verloren und die Codes kann uns auch nicht mehr helfen. Wir können auch aufgrund von Indizien gewinnen. Wir haben nur nicht so viel aufzubieten. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Gericht nicht alles erfährt. Das schon, doch dieser Fall steht auf dünnen Beinen. Wir haben nichts als ein totes Mädchen, das versichert war. Wissen Sie, als ich die Akten gelesen habe, sah es so vielversprechend aus wie ein zusammengesetztes Puzzle. Wenn wir sie dazu bringen könnten, das zu erkennen. Euer Ehren, wir meinen, die einzigartigen Umstände dieses Falles rechtfertigen es, dass wir mit den Geschworenen zum Ort des vermeintlichen Verbrechens fahren, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Uns ist bewusst, dass es das noch nie gegeben hat und dass die Kosten dafür erheblich sind. Aber, Euer Ehren, wenn wir versuchen, an Ort und Stelle zu rekonstruieren, was Melissa Wilkins erlebt hat, bevor sie starb, werden wir mit Sicherheit die Wahrheit finden. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Mr. Keeney? Ja. Tim O'Grady, viel Glück. Danke. Für so eine Untersuchung ist der Reibungskoeffizient der Oberfläche bestimmend. Damit errechnen wir die Rutschfestigkeit des Bodens. Je lockerer der Untergrund ist und je näher man an den Rand kommt, ich demonstriere das kurz, desto niedriger ist natürlich auch der Koeffizient. Die Gefahr abzurutschen ist größer. Und besonders, wenn der Boden wie hier aus Kies besteht. Miss Guzman? Vielen Dank, Euer Ehren. Virginia McGinnis hat Fotos gemacht. Dadurch wissen wir, dass sie den Pacific Coast Highway lang gefahren sind, um hierher zu kommen. Und dass sie an der Stelle geparkt haben, wo die Polizeiwagen stehen. Na komm! Willst du nicht aussteigen? Ich weiß nicht. Was gibt's denn da zu sehen? Ich denke, man hat einen wunderbaren Blick.
Wir wissen, dass Melissa nicht ausgestiegen ist, weil sie dieses Foto gemacht haben muss, auf dem die Angeklagte und ihr Mann zu sehen sind. Wollte sie uns damit vielleicht etwas sagen? Komm, Kleines, es ist wunderschön, das musst du gesehen haben. Ein paar Fotos? Ja, wenn du willst. Weißt du was, stell dich da oben an den Felsen. Ist ein schönes Motiv. Ja. Mhm. Mit dem Ozean im Hintergrund. Mhm. Toll. Die schicke ich Mom. Sie wird sich darüber freuen. Ja, so ist es gut, Kleines. Ein bisschen lächeln, bitte. Gut. Das Negativ des Films beweist eindeutig, dass dies das erste Foto von Melissa war, das aufgenommen wurde. Erst danach sind Sie und Mr. McGinnis zu der anderen Stelle gegangen, wo ein weiteres Foto von dem Mädchen gemacht wurde. Wenn ich die Geschworenen bitten darf. Von dieser Stelle aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf Ozean und Küste. Der Boden ist nicht rutschig und es kann nichts passieren. Es gab also keinen Grund, noch weiter zu gehen. Ich will noch eine Aufnahme machen. Stellt euch bitte hin. Na komm, ich halte dich fest. Ich bin plötzlich so müde. Hört doch endlich auf zu plappern. Lächeln. Sehr schön. Eine Aufnahme mache ich noch. Aber Sie sind weitergegangen. Die nächsten Fotos, die gemacht wurden, beweisen das. Sie können mir folgen, wenn Sie soweit sind. An dieser Stelle finden wir keine Abzäunung. Die felsige Küste fällt steil ab. Aber genau hierher ist Mr. McGinnis mit Melissa gegangen. Da fragt man sich doch, warum. Die Geschworenen befinden die wegen Mordes angeklagte Virginia McGinnis für schuldig. Wegen des besonderen Umstandes, Mord aus niederen Beweggründen, schuldig im Sinne der Anklage.
Könnten Sie ein Foto von uns machen? Natürlich. Nur draufdrücken oder wie geht das? Draufdrücken. Bitte lächeln. Das ist super. Bitte. Vielen Dank. Das war nett. Schon gut. Hey. Virginia McGinnis verbüßt gegenwärtig eine lebenslange Haftstrafe in einem Gefängnis in Kalifornien ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung. Die Staatsanwaltschaft von Kentucky ließ die Leiche von Cynthia Elaine Coates exhumieren, musste aber von einer Anklage wegen vorsätzlichen Mordes absehen. Stephen Keeney eröffnete eine kleine Anwaltskanzlei in Louisville, Kentucky.